Ich habe, naja, keine eigentlich richtige Präsentation zu meinem kleinen Vortrag fertig gemacht, weil, das werden Sie im Laufe des Vortrags auch merken, das ein buntes Potpourri ist aus diversen Diskursen, die sich rund um den Utopiebegriff gruppieren. Ich habe allerdings versucht, dem Ganzen mal ein bisschen eine Struktur abzugewinnen und mich auf die Suche begeben nach einem Utopiebegriff, der zumindest ein paar der maßgeblichen Kritiken, die insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts am utopischen Denken geübt wurden, mit aufnimmt und davon ausgehend einen neueren Vorschlag versucht, ein bisschen anzureichern und auszubauen, teilweise ein bisschen umzuformulieren, der von Thomas Schölderle stammt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Ankündigung irgendwie jetzt online verfügbar ist, beziehungsweise ob die Literaturliste dort mit drauf ist. Auf jeden Fall wird es diese Folien, also keine Präsentation, sondern eigentlich Präsentationsfolien, wird es noch wahrscheinlich online geben. Die entsprechende Literaturliste zur eigenständigen Weiterlektüre ebenfalls. An der Stelle, also wie gesagt, empfohlen das Werk von Thomas Schölderle von 2011 mit dem Namen Utopia und Utopie. Thomas Morus, die Geschichte der Utopie und die Kontroverse um ihren Begriff. Ja, mein Vortrag heute gliedert sich im Wesentlichen in fünf Hauptpunkte, wobei ich in dem vierten Punkt mich ein bisschen kurzer fassen möchte, da viele Aspekte dort im Zusammenhang mit den zuvor und danach angesprochenen Punkten nochmal explizit zur Sprache kommen. Und ich hier keine Analyse der Werke von Bloch, Popper und sonstigen liefern möchte. Wir werden uns zunächst ein bisschen auf dem Alltagsverständnis aus und über eine etymologische Schiene bzw. über die Begriffsgeschichte, den Utopiebegriff, nähern. Einen kleinen Einblick in die Historie der utopischen Literatur gewinnen und danach versuchen, ein paar typische bzw. charakteristische Inhalte philosophischer oder utopischer Thematisierungsversuche, die im philosophischen Blickwinkel dann als maßgeblich angesehen werden, herauszukristallisieren, um im Anschluss auf die funktionalen und die intentionalen Momente der utopischen Literatur zu kommen und schließlich uns wegzubewegen vom Genre, vom literarischen Genre der Utopie hin zu einem Begriff der Utopie oder einem Begriff utopischen Denkens, der in Form eines Definitionsvorschlags meiner Ansicht nach die wesentlichen Grunddimensionen des utopischen Denkens nochmal auf den Punkt bringt und vielleicht auch eine Alternative bietet zu den gängigen Begriffsbestimmungen, die man in der Literatur so findet. Ja, alltagssprachlich, das ist, glaube ich, bei den meisten relativ eindeutig, steht der Begriff utopisch für etwas, naja, zumindest nicht wirklich, nicht reales oder nicht in dieser Art reales, wie stark das sozusagen von der Realität abweicht, mag in dem Fall erstmal dahingestellt sein. Es geht auch in die Richtung des Fantastischen oder des Grundlosen, beziehungsweise das, was einer Grundlage, einer vielleicht sozusagen einer, ja, den Gegebenheiten nicht angemessen ist. Begriffsgeschichtlich allerdings, also rein vom Begriff, könnte man die Utopie auch mit dem Werk von Thomas Morus, also mit seinem Werk Utopia, beziehungsweise mit vollem Titel, und das ist auch recht amüsant, vom besten Zustand des Staates und der neuen Insel Utopia, ein wahrhaft goldenes Büchlein, genauso wohltuend wie heiter, von 1516, damals in Belgien erst veröffentlicht, ausgehen. Nun ist Morus' Werk nicht nur der Namensgeber für ein ganzes literarisches Genre, sondern eben auch Vorbild geworden für eine Reihe von utopischen Entwürfen, die sich an dieses Werk anschließen und die jetzt nicht unbedingt bloß unter dem Begriff utopischer Staatsroman oder sowas gefasst werden können, sondern durchaus eine Reihe von Akzentuierungen zulassen, die sich allerdings erst meiner Ansicht nach ein bisschen erhellen, wenn man mal ein bisschen auf die etymologische Schiene eingeht. Wenn wir die beiden Bestandteile des Utopiebegriffs auseinandernehmen und uns die griechischen Wurzeln anschauen, wird deutlich, dass Utopie sozusagen von U, also nicht kein, und Topos, dem Ort, der Stelle, dem Platz, aber auch übertragen halt Thema und Gelegenheit,
sich herleiten lässt als der Nichtort, kein Ort oder wie auch schon der Vorlesungstitel lautet, nirgendwo. Könnte man da verschiedene Bedeutungsnuancen durchspielen. Ich mache das jetzt einfach mal exemplarisch, einfach mal nur so stichpunktartig. Es könnte sich zum Beispiel um den Versuch einer Verortung oder einer Konkretisierung des Irrealen, des nicht wirklichen Handeln. Man könnte auch meinen, es handelt sich um einen alternativen Realisierungskontext, also einen anderen Möglichkeitshorizont, der eröffnet wird, den man so bisher oder hier nicht findet. Es könnte sich genauso gut aber auch um eine Umgestaltung oder eine völlige Neuschöpfung handeln. Auf jeden Fall wird eine kontrafaktische Perspektive eingenommen und es wird vom Gewöhnlichen, vom Alltäglichen, oder wird zum Alltäglichen in Distanz aufgebaut. Man kann aber auch, und das ist der englischen Aussprache geschuldet, zwischen Dystopie und Utopie unterscheiden, denn die Utopie würde dann im Englischen quasi phonetisch gleichbedeutend mit der Utopie lauten, so dass das Gegenbild der Dystopie, also der, unmöglichen oder der schlechten Utopie oder der Anti-Utopie natürlich dort zur guten oder zur schönen Utopie möglich wird. Ja, Dystopie und Utopie sind relativ verbreitet. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an Begriffen, die mit der Utopie nur noch inhaltlich zusammengehören. Wir haben da Entwürfe, die von der Ökotopie über die Technotopie bis hin zu diversen anderen Genres, feministische Utopien, postmaterielle Utopien bis hin zu postmodernen Utopien reichen. Wobei der Begriff der postmodernen Utopie eigentlich schon wieder das Zurückschlagen der Utopie auf das vermeintliche Ende der Utopie ist. All diese Bezeichnungen geben noch relativ wenig her für unseren Utopiebegriff und ich würde deswegen versuchen, eher ein paar Abgrenzungen, die der utopischen Literatur eigentümlich sind, beziehungsweise die für die utopische Literatur maßgeblich sind, noch hinterherzuwerfen, bevor wir dann in den inhaltlichen Aspekten ein kleines bisschen genauer hinschauen. Wir könnten zum Beispiel gegenüber anderen Formen fiktionaler Darstellungen, also beispielsweise im Science Fiction, wo die Utopie ja auch ein bisschen immer dran rumschrammt, aber auch zu Formen der Prognostik, also zum Beispiel der Trendforschung oder der Futurologie, zwei Dinge festhalten. Zum einen, dass sich Utopien auf eine bestimmte oder spezifisch ausgestaltete Gesellschaftsordnung beziehen, wenn sie auch einzelne Teilbereiche dieser Gesellschaftsordnung unterschiedlich stark betonen, also Wirtschaft, Bildung oder auch die Geschlechterverhältnisse. Und Utopien haben im Gegensatz zu diesen eher empirisch-statistisch ausgelegten Forschungen eine normative Komponente, die eben nicht wegzubekommen ist. Sie schreiben also nicht einfach Trends fort oder projizieren einfach Bilder in die Zukunft, sondern sie stellen etwas als möglich vor, was entweder gesollt ist, also als positives Ideal, oder eben als befürchtete Vision nicht sein darf. Inwieweit es dann in Anschluss an diese Gesellschaftsordnung sinnvoll ist und auch unter Einbezug dieser normativen Aspekte, zum Beispiel Platons Politeia oder auch die Atlantis-Fragmente, wie man sie in der Critias und im Timaios findet, mit zu utopischen Darstellungsformen zu zählen, das lasse ich an dieser Stelle offen. Man kann das natürlich tun. Wichtiger ist vielleicht eher, dass die Utopie sich prinzipiell eben von systematischen und eher abstrakten Darstellungen, wie wir sie beispielsweise in der Staatsphilosophie oder in der Sozialphilosophie finden, dadurch unterscheiden lässt, dass sie eben anschaulicher, konkreter den Alltag schildert. Oftmals ergibt sich dann auch erst sozusagen nach der Lektüre oder nach der Sicht auf Utopia dieses eigentümliche Bild, diese eigentümliche Ordnung zu erkennen. In vielen, gerade auch in den ersten utopischen Werken, ist es so ein Hin- und Her-Stolpern, wie es, wenn der Protagonist quasi durch Utopien wandert und dann immer wieder einzelne Aspekte
bemerkt, die sich dann erst im Rückblick zu einem großen Ganzen zusammenfinden. Und das macht auch ein bisschen diese eigentümliche Spannung aus, die den Utopien eigen ist. Nämlich, dass wir ein bisschen hin und her schwanken zwischen der einen Seite des Konkreten, des Anschaulichen, des uns Nahen und auf der anderen Seite diesem Irrealen, diesem Nicht-Wirklichen, dem, was uns als ungewöhnlich, als nicht normal erscheint. Um diese Spannung noch ein kleines bisschen auszubauen, kann man natürlich auch verschiedene Darstellungsformen nutzen, und das machen insbesondere die literarischen Utopien sehr häufig. Wir haben häufig einen Mix aus verschiedenen Elementen, wie zum Beispiel der Satire, aber auch dem Dialog, der Romanform, zum Teil Briefwechseln, und die bringen sozusagen gleichzeitig auch nochmal verschiedene Ebenen eben dieser Spannung zum Ausdruck. Ich habe mal eine Auswahl, also wirklich bloß eine kurze Auswahl, das ist jetzt sehr eingeschränkt, ein paar typische Werke aus der utopischen Literatur mitgebracht, weil ich da auch teilweise später drauf zurückkommen möchte. Wir haben neben Morus Utopia eine Reihe von neuzeitlichen Utopien von Andre, zum Beispiel die Christianopolis, den Sonnenstein von Campanella, aber auch Neuatlantis von Bacon. Wobei Bacon, auf den werde ich auch später nochmal zurückkommen, eine recht eigentümliche bzw. eine recht innovative Formgebung erhält, indem es nämlich als fast schon als Wissenschaftsutopie gelten kann. Mit Merciers Jahr 2440, Traum aller Träume, sind wir dann auch schon mitten in den Utopien der Aufklärung angekommen. Diese Aufklärungsutopien spielen insbesondere eine Rolle, weil sie sozusagen als Übergang von einer bestimmten Art der Darstellung in die andere, nämlich von der Raum- in die Zeitutopie, wie Kosselek es nennen würde, gelten. Und weil auch eine Ablösung stattfindet, nämlich wir kommen weg von dem typischen Inselmotiv, also sozusagen die Verlegung des Utopischen an einer anderen Stelle hin zu einer Verlegung hin in eine andere Zeit. Also das Nirgendwo wird sozusagen vom Nicht-Hier zum Noch-Nicht. Mit Samuel Butlers Erewhon, wer das mal spiegelbildlich liest, merkt, das ist dann wieder Nowhere, haben wir so eine Vorform der Dystopie, und passend zum Titel sind dort alle, naja, oder zumindest nicht alle, aber ziemlich viele unserer üblichen oder der damals üblichen Bewertungskriterien quasi gespiegelt. Also beispielhaft Krankheit wird sozusagen genauso wie Armut bestraft, während hingegen Verbrechen ärztlich behandelt werden. Hochschulen bzw. überhaupt Bildungsinstitutionen sorgen dafür, dass Leute nicht erst auf die Idee kommen zu denken und so weiter und so fort. Technik ist sowieso verteufelt, wird abgeschafft, weil da die Gefahr besteht, dass die Maschinen die Herrschaft übernehmen. Da scheint so ein bisschen auch schon dieses dystopische Element vorzuscheinen. Dann kommt mit Edward Bellamy noch eine recht interessante Konstruktion eines utopischen Gemeinwesens, was im Wesentlichen auf einer planwirtschaftlich organisierten Güterproduktion und Verteilung beruht und recht eigentümliche Wirkungen, also reale Wirkungen, hervorgebracht hat. Bellamys Werk hat nicht nur sehr große oder breite Rezeptionen und auch freudige Rezeptionen gefunden, sondern es sind auch noch sehr viele sogenannte Bellamy Clubs und Kleinversuche sozusagen, seine Ideale umzusetzen, entstanden. Und das ist eine ganz eigentümliche Sache, die dann im Späteren auch für die Analyse wichtig sein wird, wo es dann eben gerade um die tatsächlichen Funktionen und Wirkungsweisen von Utopien geht. H.G. Wells Zeitmaschine, da haben wir dann die erste Dystopie im engeren Sinne. Und mit Huxleys Brave New World haben wir dann auch nochmal neben Orwells 1984 die Prototypen der modernen Dystopie.
Charlotte Perkins Gilman's Herland ist quasi eine feministische oder ein Beispiel für eine feministische Utopie, genauso wie Marge Piercy's Woman and the Edge of Time von 1976. Zwei sind noch herauszuheben, auf der einen Seite Skinners Warden 2, beziehungsweise Futurum 2, als Modell einer Erziehungsutopie nach behavioristischen Maßstäben und Ernest Kallenbachs Ecotopia als ja, postmoderne Utopieform. Ja, letzte Beispiel, Susan Collins, Tribute von Panem, ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Inwieweit das als Utopie gelten kann, kann jeder beim Besuch im Kino oder bei der Lektüre selbst entscheiden. Festzuhalten bleibt in jedem Fall, und das meine ich, ist im Gegensatz der gängigen Einordnung auch in der Literatur, die wir momentan finden, ist meiner Ansicht nach nicht plausibel, dass die Utopie sozusagen auf ein bestimmtes Genre einzuschränken, beziehungsweise auf die Form der Literatur einzuschränken. Natürlich wurden bis ins 20. Jahrhundert oder bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, wenn es denn Verfilmungen, also utopische Filme gab, diese Filme meist in Anlehnung an deren quasi Romanvorlage gedreht. Allerdings sind, das stelle ich jetzt einfach mal zur Diskussion, prinzipiell natürlich keinerlei Beschränkungen, was die Darstellungsform angeht, auferlegt. Das heißt, es ist durchaus auch denkbar und zum Beispiel bei Code 46 von 2003 als dystopischer Film über die sozialen Auswirkungen von Biotechnologie und Klonen ist natürlich auch eine Möglichkeit, sozusagen mal Filme ohne entsprechende Romanvorlage, die durchaus dystopisch strukturiert sind und wesentlich dystopische Elemente und Funktionen enthalten, sich vorzustellen. Zweites mögliches Feld wäre ja, die virtuelle bzw. computergenerierte, multimediale, man könnte sagen sogar vielleicht interaktive Utopie. Das kann durchaus von virtuellen Welten, die dann gemeinsam online bevölkert werden und die dann utopische Elemente enthalten, reichen bis hin zu einer interaktiven Gestaltung der Utopie oder des utopischen Gemeinwesens und entsprechend auch ein Zulassen einer Dynamik im Utopischen zu einem veränderten Utopiekonzept beitragen, was zumindest nicht an den grundsätzlichen Merkmalen der Utopie, aber zumindest für den bisher typischen Merkmalen der Utopie ein kleines bisschen Relativierung auferlegt. Also, Anschluss dessen könnte man differenzieren zwischen der Utopie als einem literarischen Genre bzw. der utopischen Darstellungsweise oder dem utopischen Denken und das utopische Denken bzw. die Utopie im Wesentlichen als Darstellung, als schöpferische oder als kritikmotivierende Darstellungsform auffassen. Wenn wir uns genauer die einzelnen Topoi anschauen, die die Darstellung prägen, also beispielsweise zentrale Konstruktionsprinzipien der Gesellschaftsordnung, die Wertehierarchie, die dahinter steht, aber auch der narrative Rahmen, lassen sich einige Typisierungen treffen, die die Differenzierung innerhalb des utopischen betreffen, nämlich zum Beispiel zwischen anarchistischen und autoritär-etatistischen, also eher staatszentrierten Utopien, oder aber wie den bereits genannten Raum- und Zeitutopien. Zu den Raum- und Zeitutopien möchte ich noch was nachschicken. Ja, ich hatte es ja bereits angesprochen, Koselleck nimmt prototypisch Merciers Jahr 2440 in den Blick und meint allgemein mit Entstehen oder mit quasi Ausbildung der philosophischen Disziplin der Geschichtsphilosophie würde die Utopie geschichtsphilosophische Elemente ja, aufnehmen und dann findet quasi motiviert dadurch ein Wechsel von der Raum- zur Zeitutopie statt. Da gibt es eine Reihe von Autoren, die das einfach mal so hinnehmen. Und es gibt auch eine Handvoll Autoren, beispielsweise der hier an der TU Dresden bis vor kurzem noch lehrende Professor Robeck, die dem Ganzen etwas skeptischer gegenüberstellen. Ich teile diese Skepsis, weil dieser Übergang von der Raum- zur Zeitutopie a.
für die eigentliche Funktion der Utopie eher eine untergeordnete bzw. eine beiläufige Bedeutung hat und weil insbesondere mit Blick auf die oder den Begründungskontext und Erklärungskontext, dass es diesen Wandel hin zur Zeitutopie gegeben hat, natürlich fraglich ist, inwieweit Geschichte jetzt eine besondere Betonung der Zeitdimensionen und eine besondere Zurückstellung der Raumdimensionen, also der Handlungsdimensionen, die ja nun mal im Raum stattfindet und in der Zeit stattfindet, überhaupt plausibilisierend machen kann. In der Hinsicht könnte man nicht nur, wie es Robeck tut, exemplarisch mit Blick auf Bacons Utopie, die einen komplexen Rahmen zeitlicher Entwicklungen, insbesondere in den Rahmenerzählungen enthält, sagen, dass dieser Übergang von der Raum- zur Zeitutopie sozusagen als Bruch, als vollständige Abkehr sozusagen einer Thematisierungsweise und Übergang in eine andere Thematisierungsweise so gar nicht gegeben ist. Und spätestens mit Blick auf die modernen Utopien wird deutlich, dass nicht mehr die Verschiebung in eine ferne Zeit, sondern durchaus eben auch die Verortung in bereits bestehenden und auch typischen geografischen Verhältnissen erfolgt. Anders ausgedrückt, wenn schon geschichtsphilosophische Elemente in die Utopiekonstruktion Eingang finden, dann bitteschön mit Raum und Zeit. Eine andere Einsicht, die sich daraus gewinnen lässt, ist, dass Utopie im Sinne eines Nichtorts oder eines Nirgends oder Niemals natürlich eine absolute Distanz impliziert. Und diese absolute Distanz muss nicht zwangsläufig im Utopiebegriff mit drin sein. Viel plausibler und meiner Ansicht nach auch für die weitere Betrachtung fruchtbarer halte ich es, wenn man von einer relativen Distanz ausgeht. Also das nicht hier, nicht jetzt, nicht mehr, noch nicht, nicht in dieser Form oder eben nicht ganz so als Alternative versteht, die in gewisser Weise an unsere alltägliche Lebenswelt anknüpft. Und diese Anknüpfung ist meiner Ansicht nach auch notwendig, weil ansonsten eine maßgebliche Funktion, nämlich die kritische Funktion, ausgehend von den herrschenden Umständen, die reflektiert werden, die kritisch in den Blick genommen werden, gar nicht stattfinden kann. Wenn wir belastend empfundene Situationen mit positiven Alternativen kontrastieren oder beispielsweise naive Wertschätzung, zum Beispiel gesellschaftliche Normen oder technische Verfahrensweisen, hin auf ihre negativen Kehrseiten beleuchten, dann ist es notwendig, dass Utopien immer quasi Ausdruck von konkreten Bedürfnissen, konkreten Wünschen, aber auch konkreten Leiden sind und dementsprechend aus der jeweiligen Gegenwart heraus entworfen werden. Jegliche ahistorische Bedeutungszuschreibung, insbesondere auf einzelne exemplarische Varianten von Utopien, führen meiner Ansicht nach zu Schwierigkeiten, die so nicht sein müssen, wenn man eben diesen relativen Distanzierungsaspekt genügend zur Sprache bringt und eben diese kritische Bezugnahme in den Mittelpunkt stellt. Wenn wir uns die Themenfelder bzw. die Inhalte der Utopien anschauen, ist nicht nur mit Blick auf diese kurze Auswahl der utopischen Literatur feststellbar, dass es eine Hülle von Inhalten, Themen utopischer Literatur gibt, wobei sich natürlich die Frage stellt, ob es sowas wie eine Art typische Inhalte oder charakteristische Inhalte von Utopien gibt. Also trotz dieser inhaltlichen Differenzen sowas wie konstitutive inhaltliche Merkmale feststellbar sind. In dem Moment möchte ich an Schölderdes Vorschlag anschließen und zunächst erstmal ein paar typische Merkmale erläutern. Wir haben auf der einen Seite typischerweise eine Form von Isolation. Ich hatte das bereits schon mit dem Inselmotiv angesprochen.
beziehungsweise später dann auch mit dem Traummotiv kommt es in gewisser Weise zu einer Trennung von Utopie oder utopischen Gemeinwesen und unserer Alltagswelt. Gleichzeitig, und das ist dann eine weitere Konsequenz dessen, wird diese Trennung auch versucht, in dieser Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten, indem zum Beispiel Einlassbeschränkungen für Fremde, wie bei Bacons Neuatlantis zum Beispiel, da sollen spezielle Gesetze die Einwanderung verhindern, um dem Sittenverfall vorzubeugen, aber eben auch das Nach-Außen-Dringen von Informationen unterbinden. Später wird sozusagen, ja, oder tritt diese Isolation zunehmend in den Hintergrund und es werden spätestens mit Beginn des 20. Jahrhunderts in den Utopien auch Interaktionen mit Nachbargesellschaften thematisiert. Man könnte das funktional, also quasi für den Leser, für den Rezipienten, so deuten, dass wir mittels dieser Isolation quasi uns wie eine Brille aufsetzen und dementsprechend durch diese Isolation auch einen völlig anderen Blick auf unser utopisches Gemeinwesen gewinnen und es uns erstmal sozusagen in der Gänze schauen lässt, bevor unsere kritische Stimme wieder einsetzt. Auf der anderen Seite könnte man es natürlich auch von der Utopie oder von der Gesellschaftsordnung der Utopie selbst heraus als Schutzwall interpretieren. Verbunden damit, dieser Isolation, haben wir meist eine gewisse Statik. Ein sozialer Wandel innerhalb des utopischen Gemeinwesens findet eigentlich so gut wie nie statt. Das lässt sich von, wenn wir mit dazu zählen, Platon über Morus bis hin zu Orwell beobachten. Es finden sich nur wenige Ansätze, wo quasi diese Statik überwunden wird. Zum Beispiel bei Kallenbachs Ökotopie ist es ein kleines bisschen mit drin, dass es teilweise wie so ein bisschen eine regulative Idee auftritt. Also die großen Normen stehen fest, aber die institutionelle Umsetzung, die wird dann halt auch gegebenenfalls verfeinert. Diese Statik, die teilweise auch Folge der Isolation ist, lässt zwar eine Dynamik innerhalb gewisser Grenzen zu, also um wieder mit Bacon als Beispiel den wissenschaftlichen Fortschritt, ja, der ist möglich bei Bacons Neuatlantis, Sittenänderungen sind nicht möglich, sodass im Prinzip eigentlich die institutionellen Rahmen relativ statisch bleiben. Des Weiteren finden sich nur in den moderneren Utopien und dort auch nur relativ wenig, also relativ selten, Schilderungen von sogenannten Transformationsprozessen. Also wie ist es überhaupt zur Herausbildung des utopischen Gemeinwesens in dieser endgültigen Gestalt gekommen? In Ansätzen ist das bei sehr vielen Utopien mit drin, dass die quasi nicht einfach in die Utopie reinspringen, sondern beispielsweise in Form einer Reiseerzählung oder dergleichen oder eben wie bei Massier mit einem Traum diesen Übergang hin zum utopischen Gemeinwesen realisieren. Allerdings eine Herausbildung, also quasi die Schilderung, wie Utopien gewachsen ist, bis hin zu dem Moment, wo es seine endgültige Gestalt enthält und auch weiter wachsen kann, die wird selten thematisiert. Als vorletzten Punkt haben wir noch den Kollektivismus. Es ist ein bisschen zusammenhängt mit dem, was ich dann unter dem Stichpunkt Homogenität gefasst habe. In fast allen Utopien, aber eben auch in den Dystopien, ist die Gesellschaftsordnung so beschaffen, dass die individuellen Interessen mit denen der Gemeinschaft harmonisch oder zumindest konfliktfrei oder nach Möglichkeit konfliktfrei vermittelt werden. Es herrscht weitgehend Konsens oder zumindest innerhalb der pluralistisch angehauchten Utopien zumindest eine umfängliche Toleranz hinsichtlich verschiedener, aber eben wie gesagt hauptsächlich ein Konsens hinsichtlich gemeinsamer Normen und Werte. Und viele Utopien kennen auch mehr oder weniger umfangreiches eine gemeinschaftliche Gütertopf bzw. eine gemeinschaftliche Güterverwaltung.
Das ist vielleicht auch ein Grund für die Statik, beziehungsweise ist auch die Isolation in Erfordernis dafür, dass es zu diesen kollektiven oder zu diesen kollektivistischen Grundzügen kommt. In jedem Fall findet aber der Kollektivismus seinen Ausdruck eben in homogenen Formen der Architektur, also beispielsweise in den Musterstädten der Renaissance-Utopien, wo es dann heißt, kennt man eine, kennt man alle. Oder eben aber auch in alltäglichen, fast schon ritualisiert wirkenden Handlungen, die von gemeinsamen Mahlzeiten bis hin zu fast schon standardisierten Lebensläufen und einheitlicher Kleidung reichen. In Merciers Utopie ist eine ganz interessante Passage drin, wo sehr viele Zeitungsberichte aus verschiedenen Ländern der Welt den Blick sogar auf eine relative Homogenität der Entwicklung im globalen Maßstab verdeutlichen. Ja, die Kehrseiten einer zwangsweise durchgesetzten Homogenisierung werden insbesondere in den Dystopien thematisiert und festzuhalten bleibt, es trifft eben nur, und deswegen ist es eben nur ein typisches Merkmal und eben keins, was für alle Utopien gilt, es trifft fast ausschließlich für die sogenannten staatszentrierten oder autoritär etatistischen Utopien zu, bei anarchistischen Utopien, aber auch bei anderen Formen von mehr oder weniger pluralistisch organisierten Gemeinwesen sind diese Homogenitäts- und Kollektivierungstendenzen nicht beobachtbar. Kommen wir nun zu den konstitutiven Merkmalen. Die klingen auf den ersten Blick oder sind auf den ersten Blick relativ abstrakt, aber ich werde es versuchen, ein bisschen zu erläutern, um denen eine Konnotation zu nehmen, die vielleicht, recht naheliegend ist. Und es fängt schon beim Thema Idealität an. Nicht gemeint ist, dass Utopien stets Schilderungen eines idealen Gemeinwesens im Sinne einer Idealvorstellung ihrer Verfasser sind. Erstens wäre das nur die Kenntnis der normativen Leitvorstellung der Verfasser nachweisbar, also nicht an der Utopie selbst. Und andererseits entzögen sich damit die Dystopien einer mit den Utopien gemeinsam oder zumindest funktional äquivalenten funktionalen Deutung. Auch nicht durchgehend plausibel nachweisbar ist die Deutung der Utopie im Sinne eines idealen Staatswesens, eben weil in einigen Utopien der Staat keine oder nur eine marginale Rolle spielt. Gemeint ist stattdessen, dass das Leitbild eines vollkommenen, man könnte sagen, besten Staatswesens die leitende Idee ist, also die leitende Thematik. Was allerdings nicht heißt, dass es auch der inhaltliche Schwerpunkt der Darstellung ist. Die utopischen Konstrukte sind also eher Denkbilder, die von der kritischen Intention des Verfassers durchaus abweichen können. Sie lassen sich, so könnte man mit Schilderle sagen, eher im Sinne von Max Weber als Idealtypen fassen. Also als gedankliche Konstruktionen, die durch konsequente Anwendung in dieser reinen Form empirisch nicht vorfindbaren Prinzipien oder Basisbegriffe eine Ordnung konstruieren und damit beispielsweise helfen, Prinzipien, die in der Philosophie oder in anderen Geisteswissenschaften nur sehr abstrakt zur Sprache kommen, eine anschauliche Präzisierung erfahren. Ohne aber doch dabei genau ihre Reinform zu verlieren. Das heißt, wenn ich die Idealtypen konkretisiere, veranschauliche, wird sichtbar, was sozusagen bis in letzte Konsequenz dahinter steckt und das vielleicht auf den ersten Blick und für nicht diejenigen im Fachdiskurs befindlichen
verständlicher. Ja, dennoch erfolgt die Auswahl dieser idealtypischen Prinzipien aus realhistorischen Anlässen und diese Prinzipien, wie gesagt, werden teilweise sogar im Sinne einer regulativen Idee nicht direkt zur Konstruktion des Gemeinwesens verwendet, sondern sozusagen als Leitidee, die Transformationen dieser Konstruktion auch nachhaltig beeinflussen. Der zweite Punkt der Rationalität meint, dass diese Konstruktionen eben durch die Orientierung an Idealen oder an idealtypischen Prinzipien zugleich eine rationale Struktur in dieses Gemeinwesen hineintragen, statt an historisch gewachsene Formationen, an Traditionen oder auch an bestimmte traditionelle Strukturen gebunden zu sein, werden diese Prinzipien sozusagen funktional in dieses Gesamtsystem eingebunden. Und so kommt es dazu, dass wir sogar schon in der Ebene der Darstellung der Institutionen eine Konsistenz, eine Harmonie feststellen können, die diese normative Ebene zu einem systematischen Ganzen zusammenschließt und damit quasi auch dem Punkt der Universalität Rechnung tragen hilft, nämlich dass es sich sozusagen um ein Gesamtbild handelt, was wo jedes einzelne Detail letztlich mehr oder weniger konsistent im Zusammenhang steht und wenn wir diese einzelnen Details verfolgen, auch dann diese grundlegenden Prinzipien offensichtlich werden. Also die werden nicht einfach abstrakt genannt, sondern werden meistens erst sozusagen über den Zusammenhang sichtbar. Dementsprechend stellt sich dieses utopische Gemeinwesen quasi wie so eine Art deduktiv gewonnenes Konstrukt dar und dies bringt diese Universalität und Rationalität oder mithilfe der Universalität und Rationalität gewonnene Idealformen in eine eigentümliche Spannung. Denn einerseits sichert natürlich die Rationalität und die Universalität oder sagen wir mal die Konsistenz, die innere Geschlossenheit ab, dass dieses, was in der Utopie, wenn schon nicht real, so wenigstens möglich erscheint. Also im Sinne von, es ist nicht unmöglich, weil es ja denkbar ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass diese Konstrukte als solches auch nicht, eine vollständige Entsprechung, aber auch vielleicht auch nicht unbedingt eine vollständige Realisierungsmöglichkeit in sich schließen. Und dies eben bedingt dadurch, dass wir als Menschen und vermittels dessen auch unsere gesellschaftlichen Strukturen niemals völlig rational gestaltet sind oder gestaltet werden können. Wobei auch schon eine zweite funktionale Seite angesprochen wird, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Nämlich, wenn es darum geht, diese rationale, diese ideale Seite einfach mal konkret vorzuführen, könnte natürlich der Schluss naheliegen, dass es jetzt darum geht, das quasi als Plan zu verstehen, den es nur noch umzusetzen gilt. Also wenn die Realität halt nicht unseren Idealen und nicht vernünftigen Vorgaben entspricht, dann müssen wir sie halt so umgestalten, dass sie das tut. Und mal abgesehen davon, dass es eine Reihe von kritischen Einwänden provoziert hat, ist es bei genaueren Hinsehen auch gar nicht erforderlich und vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn wir die Utopie im Sinne einer oder die Utopie sozusagen mit einer Realisierungsabsicht verknüpfen. Die Bezeichnung als beste Alternative zum gegenwärtigen Bestehen, als idealer Staatsentwurf, oder als Sophokratie, um dann mit Kammler zu sprechen, ist nicht nur mit Blick auf die Dystopien, von denen man sich erhofft, dass sie möglichst niemals eintreten, unplausibel, sondern nimmt eben immer auch an, dass die
Idealvorstellungen bzw. Ideale, die bei der Konstruktion dieser Gemeinwesen eine zentrale Bedeutung haben, mit den Intentionen der Verfasser jener Utopien übereinstimmen. Und das ist nur in den wenigsten Fällen so. Wenn wir diese utopische Darstellung allerdings im Irrealen, also in Distanz zum Realen, belassen, können sie dennoch eine Funktion haben, denn sie können quasi als Prüfstätte, als Experimentierfeld für unsere höchsten Werte und Grundsätze funktionieren. Egal, ob sie vom Verfasser oder vom Rezipienten jetzt so oder so gewertet werden. Und innerhalb dieser experimentellen Felder, in diesen utopischen Entwürfen, können also ohne Einschränkungen und ohne größere Risiken oder Anstrengungen die Konsequenzen der Veränderung von institutionellen Rahmenfaktoren durchgespielt, ausprobiert werden. Und somit wird es ermöglicht, dass wir uns ein konkretes Gesamtbild vor Augen stellen können, was wir im Nachhinein natürlich auch zur Diskussion stellen können und ausgehend von dieser Diskussion natürlich auch kritische Impulse für ein verändertes Handeln in der Gegenwart gewinnen können. Ja, jetzt könnte man wiederum mit Schölderle einen Vorschlag machen, wie sich denn sozusagen charakteristische Funktionen und Intentionen von also im Bereich der typischen und der wiederum konstitutiven Fälle von den nur kontingenten unterscheiden lassen. Und dabei gilt es zunächst zur Kenntnis zu nehmen ein paar Fakten. Alle Versuche einer vollständigen Realisierung der utopischen Entwürfe sind über kurz oder lang gescheitert. Die Anzahl der Utopien, bei deren Verfasser bekannt ist, dass sie die Intention hatten, diese Utopie sozusagen auch als Vorbild zu empfehlen, ist relativ überschaubar im Vergleich zur Gesamtzahl aller utopischen Entwürfe. Und auch, dass einige Verfasser ihre Utopien quasi zu Unterhaltungszwecken geschrieben haben, kann allenfalls als kontingentes Merkmal gelten. Wie aber lassen sich diese Bandbreite von unterhaltsamen Gedankenexperimenten ohne Realisierungsabsicht oder vielleicht auch nur mit der Absicht, einen kritischen Diskurs anzuregen, bis hin zur Vorlage für eine planvolle Umsetzung oder sogar als unausweichliches Entwicklungsziel von Geschichte, verbunden mit einem Glauben an die zukünftige Verwirklichung, nur unter einen Hut bringen? Ja, auf jeden Fall bleibt ausgehend von diesem Gedankenexperiment können wir eben ohne problematische Risiken und ohne großen Aufwand alternative Möglichkeitshorizonte in Gedanken eröffnen und damit auch eine Perspektivänderung oder aus dieser Perspektivänderung heraus eine Relativierung der Geltungsansprüche oder der ansonsten unhinterfragten Geltungsansprüche im Bereich unserer alltäglichen Lebenswelt gewinnen. Das heißt, die Realität ist eben nicht mehr die, sondern nur noch eine Realität, also wird relativiert. Auf dieser Basis ist dann auch eine kritische Zeitdiagnose möglich und innerhalb eben dieses kontrafaktischen Bereichs können wir durchaus auch noch Modifikationen vornehmen und dementsprechend Konsequenzen für veränderte soziopolitische Rahmenfaktoren in Ruhe durchspielen. Diese Variation kann auch zu neuen Einsichten führen. Zuallererst führt sie allerdings dazu, dass wir aus alten Denkgewohnheiten und Wahrnehmungsmustern ausbrechen können. Diese
Bewusstwerdung der Veränderbarkeit der sozialen Wirklichkeit kann am Ende auch dazu führen, dass wir den Wunsch entwickeln, zur Verbesserung oder zur Abstellung der Defizite, die sich nun zu erkennen geben, in unserer aktuellen Gegenwartsgesellschaft beitragen möchten. Und es kann ein Diskurs angeregt werden, in dem das Gegebene kritisch hinterfragt wird. Auf der intentionalen Ebene kann diese Funktion durchaus vom Verfasser auch gehegt werden. Die Kritik der soziopolitischen Wirklichkeit, also quasi die negative Seite, in Auseinandersetzung mit der Gegenwartsgesellschaft, also einen Maßstab der Kritik zu entwickeln, kann in eine positive Wendung umschlagen, nämlich diese bestehenden Verhältnisse indirekt oder auch direkt über diesen kritischen Pol zu verändern, indem eben gerade die Schwachstellen des Bestehenden aufgezeigt werden und bisher nicht berücksichtigte Möglichkeiten zur Sprache kommen. Das heißt, Utopie zielt nicht bloß auf Destruktion oder auf Dekonstruktion des Bestehenden, sondern immer auch auf eine Konstruktion einer Alternative, also einen positiven Moment. Typisch für Utopien kann zumindest auf der funktionalen Ebene festgehalten werden, dass oftmals soziale, technische Innovationen angeregt werden, dass wir ausgehend von diesen alternativen Darstellungen Einsichten, aber auch Kritikmöglichkeiten entwickeln, die wir vielleicht unter dem Stichpunkt Bildung oder Aufklärung versammeln können. Und dass wir quasi gewarnt werden vor Entwicklungen, die womöglich gefährliche Tendenzen sichtbar machen. Auf einer intentionalen Ebene können wir festhalten, und das ist eine Frage, die sich eigentlich nur rein empirisch stellt, und da möchte ich Schölder einfach mal Glauben schenken, dass wir diesen Willen zu einer vollständigen Realisierung eben nur sehr selten feststellen können. Also typischerweise fehlt der. Und dass wir oftmals zumindest implizit die Intention des Verfassers vorfinden, eben zu einem Diskurs anzuregen. Diese typischen Funktionen und Intentionen bringen uns eigentlich ein ganzes Stück weiter auf dem Weg hin zu dem, wie ich meine, recht aktuellen bzw. tragfähigen Definitionsvorschlag. Bevor ich auf diesen eingehen möchte, allerdings noch ein kurzer Blick auf ein paar maßgebliche Köpfe aus dem Kreis der Befürworter und Kritiker des utopischen Denkens. Wie gesagt, ich möchte keine Analyse des Blochschen Utopiebegriffs vorlegen, lediglich einige Aspekte hervorheben. Bloch thematisiert vor allem die Geschichtlichkeit, nicht nur eben der Entwürfe selbst, sondern eben auch der Wirkungen dieser Entwürfe auf die gesellschaftliche Realität und die ontologische Dimension in Form der realen Möglichkeit im Unterschied zum bloß Denkmöglichen, die sich beim utopischen Denken findet. Auf der einen Seite macht er damit bewusst, dass wir durchaus Möglichkeiten haben, auf die historischen Entwicklungstendenzen Einfluss zu nehmen und dass die Utopie dazu einen Beitrag leisten kann. Und auf der anderen Seite macht er natürlich ein paar Bezüge zur gesellschaftlichen Wirklichkeit so konkret, dass sie eher in den Blick geraten. Meiner Ansicht nach blendet er allerdings eine wichtige Sache aus, nämlich den Darstellungsaspekt. Die Utopie wirkt ja als solche nicht durch sich selbst. Utopien, egal in welcher Form auch immer, sind, wenn wir es so wollen, ja, diskursiv und so symbolisch vermittelte Konstruktionen. Das heißt, der Sinn der Utopie
und dementsprechend auch die Funktionen, die Auswirkungen oder auch die Entwürfe, die Intentionen, die in die Konstruktion durch den Verfasser eingebracht wurden, sind natürlich nicht immer eindeutig zu bestimmen und können sich im Laufe der Zeit ändern. Das heißt, wenn wir diese Konstruktion utopischen Sinns, aber eben auch die Kritikrichtung also in einem größeren Umfang berücksichtigen wollen, müssen wir eben nicht nur diese denkbaren Möglichkeiten auf die objektiven Bedingungen beziehen, so wie Bloch das tut, und damit quasi die historisch sich bietenden Chancen in den Mittelpunkt stellen, sondern eben auch das tatsächliche Wirksamwerden des utopischen Entwurfs durch oder auf dem Weg der interaktiven Aushandlung, der interaktiven Interpretation eben dieser Utopien mit in den Blick nehmen. Das heißt, wenn wir infolge der Auseinandersetzung mit diesen konkreten utopischen Darstellungen Bloch folgen, hat er sich meiner Ansicht nach zu sehr stark auf die materiellen Bedingungen der Realisierung, eben diese utopischen Entwürfe oder der in den utopischen Entwürfen dargestellten Möglichkeiten konzentriert und im Sinne des noch nicht abgegoltenen, also das, was sozusagen zwar schon als objektive Möglichkeit besteht oder bestand, als nur noch zu realisierendes hinstellt und dementsprechend eben gerade, wie im Fall von Dystopien sogar offensichtlich, nicht dieses reflexive Moment der Kritik mit einbezieht. Popper hat eine Kritik am Utopismus geübt, die ebenfalls oder die zumindest nicht ganz so haltbar ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und da ist vielleicht nochmal wichtig, Popper übt keine Kritik an der Utopie als solcher, sondern an einer bestimmten Art utopischen Denkens, welches seiner Meinung nach einen falsch verstandenen Rationalismus aufsitzt. Der grundlegende Fehler dieses Utopismus, so meint er, dass sie ein rein instrumentelles Verständnis von Rationalität zugrunde legen und statt auf die Beseitigung konkreter Missstände zu achten, sozusagen an fernen utopischen Zielen sämtliche Handlungen orientieren und die teilweise eben aufgrund dieses universalen Charakters mit Gewalt und auch total durchgesetzt werden. Also Utopismus, also utopistisches Denken letztlich immer zur gewaltsamen Durchsetzung oder zum Totalitarismus neigt. Das allerdings ist ebenso nur plausibel, wenn wir diese Verwirklichung des utopischen Entwurfs beziehungsweise die Verwirklichung dessen, was utopisch vorgedacht wird, als Funktion oder als Intention von Utopien mit zur Kenntnis nehmen. Wichtig ist in jedem Fall aber, und das ist eine Einsicht, die ich mit Popper teile, jeder Versuch, quasi maximales Glück für alle zu schaffen, sei es über die Verwirklichung eines utopischen Entwurfs oder anderweitig, führt über kurz oder lang zu Tyrannei und zum Gegenteil, also zu Leid oder Unglück. Als Reaktion darauf fordert zum Beispiel Rolf Schwendtner, dass wir statt uns an dem System des guten Lebens zu orientieren, quasi so eine, ein maximales Ausmaß von Offenheit, von Prozessualität, von Antwortvielfalt in die Utopie hineintragen sollen, wobei auch er das lediglich als Zukunftsentwürfe thematisiert und letztlich damit sozusagen den Blick auch nochmal verengt, nämlich
auf das, was seit Morris oder schon mit Blick auf Morris nicht gesagt werden kann, nämlich, dass es um die Realisierung der utopischen Verhältnisse in irgendeiner Weise als Hoffnung gehen kann. Wie Morris feststellt, kann die Realisierung der utopischen Verhältnisse in anderen Staaten zwar durchaus gewünscht, nicht aber erhofft werden. Das heißt, in geschichtlicher Perspektive kann es zwar durchaus den Wünschen einzelner Individuen entsprechen, dass vollumfänglich oder vielleicht auch nur zum Teil utopische Ideale verwirklicht werden. Allerdings können die hinsichtlich ihrer leitenden Prinzipien, also hinsichtlich ihrer normativen Prinzipien, keine universelle oder übergeschichtliche Geltung beanspruchen. Das heißt, ein langfristiges, gemeinschaftliches und in diesem Sinne, man könnte das schon sagen, weltgeschichtliches oder globales, bedeutsames Handeln kann der Utopie nicht beigelegt werden. Das heißt, auf der anderen Seite aber, dass wir uns auf diesen Orientierungsrahmen für eine veränderte Praxis nur im Partiellen, also indirekt auf die Utopie berufen können und die zeitliche, spätere oder die räumlich fernere Verortung letztlich eigentlich nur zur Distanzierung, also zum Aufbau der kritischen Perspektive dient. Wenn wir Schwenters Gegenvorschlag spricht von der Demokratisierung der Utopieproduktion, allerdings anschauen, wird schnell deutlich, in welchen sehr enge Konzeption er wiederum verfällt. Er möchte in Form sogenannter Zukunftswerkstätten, der ein oder andere kennt es vielleicht von Robert Jung, der hat es bereits schon mal in den 60er Jahren konzipiert, eine Art Utopieproduktion im modernen Sinne empfehlen, die in drei Schritten abläuft. In der sogenannten kritischen oder ersten Phase wird seiner Meinung nach der kritikwürdige Ist-Zustand zunächst erstmal möglichst konkret zu benennen. Dann werden in der utopischen Phase Wünsche, Alternativmodelle gesammelt und das durchaus schon in einer Art Brainstorming, wo möglichst auch keine Kritik erfolgen darf. Also egal wie, nennen Sie es mal utopisch, die Vorstellungen sind oder realitätsfern diese Vorstellungen sind, die sollen erstmal alle gesammelt werden. Und schließlich soll in der letzten, der sogenannten strategischen Phase überlegt werden, wie denn diese utopischen Fantasien aus dem Reich der Fantasien in das Reich der Realität umgesetzt werden. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man Schwenter eher so verstehen kann, wie er sich ausdrückt, dass er die Zukunftswerkstatt als Methode zur Verbesserung und Hervorlockung menschlicher Kreativität und Fantasie begreift, also sozusagen als pädagogische Methode, oder ob er da tatsächlich auf Utopieproduktion aus ist. Wichtig ist in jedem Fall, auch wenn sich Schwenters Vorschlag natürlich dem widmet, dass wir Utopien als Vorschlag oder als Antworten auf konkret empfundene Missstände im Hier und Jetzt entwerfen, so verkommt letztlich meiner Ansicht nach aber unter diesem Verfahren die Utopie zu einer Art Methode für partielle Problemlösungen, also zu einer Art Engineering, die nicht nur in Konkurrenz zu anderen durchaus abrupten Verfahren der Problemlösung oder der partiellen Problemlösung tritt, sondern eben gerade den für die Utopien typischen Blick auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge einbüßt und eben gegen Detaillösungen mit entsprechend geringem Wirkungsumfang eintauscht. Das Kernelement der Utopie, der konkrete und anschauliche Entwurf einer alternativen Gesellschaftsordnung, der eben immer eine politische Komponente, immer eine gesellschaftskritische Stoßrichtung enthält, verliert sich damit eigentlich im Prinzip aus dem Blick.
Erstaunlicherweise habe ich bis jetzt durchgehalten. Ich werde das nur noch 10 Minuten tun und Ihnen einen Definitionsvorschlag und einige grundlegende Analysedimensionen am Ende mit auf den Weg geben. Dieser Definitionsvorschlag ist von mir ehrlich zugeben, noch nicht vollständig bis ins letzte Detail durchdacht, also zumindest hinsichtlich seiner Formulierung. Aber ich habe mal versucht, ein paar oder zumindest alle wesentlichen Elemente, die sich so bisher so angesammelt haben, nochmal zusammenzufassen. Wenn wir Utopie als eine kontrafaktische, und zwar prinzipiell kontrafaktische Darstellung eben eines auf der Grundlage idealtypischer und stets normativer Prinzipien, aber auch institutioneller Verfahrensweisen vernünftig, rational, stimmig, konsistent konstruierten alternativen gesellschaftlichen Gesamtordnung verstehen. Aus dessen Perspektive heraus, also sozusagen aus einer alternativen und durchaus nicht widersprüchlichen Ordnung heraus, wir das Bestehende kritisieren können. Die Verfasser oder sagen wir mal Produzenten oder der Produzent, das ist erstmal offen gelassen, wie viele das sind, diese kritische Bezugnahme auf die Alltagswelt bewusst anstrebt oder sagen wir mal provoziert, dann könnten wir sozusagen von Utopien sprechen, die nicht bloß im Bereich der literarischen oder des Genres einer literarischen Utopie einwendbar sind. Ich glaube, ich habe im Anschluss noch ein bisschen Zeit, um diesen Definitionsvorschlag zu diskutieren. Also wer mag, könnte es gerne machen. Als letztes möchte ich gerne noch auf vier Aspekte oder vier grundlegende Analysedimensionen, die ich auch gerne in meinen Seminaren zum Utopien verwende, eingehen. Festzuhalten bleibt, um ein kritisches Potenzial, um eine kritische Bezugnahme auf die Realität zu entfalten, brauchen wir diese Distanzierung. Also wir brauchen in gewisser Weise eine Spannung, die sich zwischen dem Realen und dem Irrealen herstellen lässt. Die raumzeitliche Komponente, also wo und wann genau dieser utopische Entwurf verortet wird, ist meiner Ansicht nach sekundär. Sie dient eigentlich lediglich dazu, quasi Einwände faktischer Art auszuschalten, also der Utopie sozusagen einen von diesen Einwänden faktischer Natur weitgehend immunisierten Raum zur Verfügung zu stellen, der dann eben konstruktiv ausgestaltet werden kann. Zudem ist diese Distanzierung auf der raumzeitlichen Ebene, zumindest wenn wir eine konstruktivistische, gegebenenfalls sozialkonstruktivistische Grundperspektive einnehmen, ohnehin fällig. Also der ist überflüssig in dem Moment. Viel wichtiger hingegen ist die normative Distanz. Also die Normen und Werte müssen in irgendeiner Weise in Kontrast zu dem, was wir im Alltag erleben, stehen. Sei es in ihrer Reihenform, also dass wir sie sozusagen vereinzelt zwar genauso wiederfinden, aber eben nicht in diesem zusammenwirken, oder dass einzelne Elemente überspitzt werden, verabsolutiert werden, herausgehoben werden, um ja eben auch deren negative Kehrseiten sichtbar werden zu lassen. Das Objekt des utopischen Entwurfs ist in gewisser Weise in der thematischen Ausrichtung, also beispielsweise, ob es sich mehr um die Darstellung der politischen Verhältnisse oder der wissenschaftlichen Verhältnisse oder der Technik oder um Umwelt- und Naturverhältnis geht,
Das wird erst eben sozusagen in der utopischen Konstruktion deutlich. Das heißt, es ist meiner Ansicht nach zwar vielleicht hilfreich, dass wir diese Objekte ein kleines bisschen sozusagen benennen, aber macht für die Utopie als solches nur sekundär etwas aus, indem wir zum Beispiel eben dann sozusagen speziell auf mögliche Potenziale von politischen Normen oder wissenschaftlichen Normen sozusagen die Blickrichtung nochmal einschränken können. Das reflexiv-kritische Moment, also eine, wenn auch indirekte und durch die perspektivische Distanzierung motivierte, aber eben auch potenziell veränderungswirksame Bezugnahme auf die alltägliche und in dieser Alltäglichkeit meist unhinterfragten Lebenswelt, also auf individuelle Gewohnheiten und Denkmuster, aber eben auch auf kollektive Leitbilder oder gar wissenschaftliche Paradigmen, ist meiner Ansicht nach ein Element, was sich auch in jedem utopischen Entwurf finden lässt. Als letztes noch der Appell. Natürlich, wenn wir sagen, die Utopie oder die Intention oder Funktion der Utopie besteht nicht darin, sie eins zu eins zu realisieren, so können wir dennoch davon sprechen, dass mit der Utopie, sei es nun vom Verfasser intendiert oder nicht, ein Aufruf an den Rezipienten, der diese Utopie als solche, als kritisch versteht, ausgeht und diese Aufruf zu einer veränderten Praxis betrifft sowohl die diskursive, also die begrifflich abstrakte, als auch die materielle oder man könnte sagen gegenständliche konkrete Ebene. Also Utopien regen sowohl zu einer veränderten Denkpraxis als auch zu einer veränderten Kommunikationspraxis oder man könnte sagen zu einer Veränderung der konkreten materiellen Welt an. In diesem Sinne ist die Utopie allerdings an zwei eigentümliche Verschränkungen geknüpft, nämlich es scheint so, dass Kontinuität und teilweise auch ein Moment der Kontingenz, der Freiheit und der Veränderbarkeit in der utopischen Darstellung miteinander verschränkt sind. Das heißt, dieser kritische Bezug auf die Lebenswelt des Rezipienten erfordert natürlich und auch in kritischer Intention durch den Verfasser erfordert natürlich, dass wir an den bereits bekannten, an den alltäglichen Strukturen anknüpfen und dass wir gegebenenfalls bekannte Gegenstände und Strukturen mit in die Darstellung einbeziehen. Das heißt, die Utopien müssen trotz ihres kontrafaktischen, ihres spekulativen, ihres idealen Charakters hinreichend Kontinuität in Bezug auf die alltägliche Lebenswelt bewahren. Hier könnte man auch sagen, oder könnte man auch mit Blochs Latenz-Tendenz operieren, die sich in seiner Ontologie des Noch nicht findet. Auf der anderen Seite ist diese Kontinuität praktisch nur sehr selten gegeben oder zumindest sehr gebrochen, denn wenn wir die spezifischen Lebenswelten bzw. Perspektiven in den unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten ernst nehmen, und damit meine ich nicht nur zwischen verschiedenen sozusagen kulturellen Backgrounds aus unterschiedlichen Herkunftsländern, sondern eben auch innerhalb einer Gesellschaft, so ist eigentlich zu erwarten, dass die praktische Wirksamkeit, also das, was sozusagen als funktionales Element mit hineintritt, durchaus nicht nur historisch und geografisch, sondern eben auch innergesellschaftlich durchaus erheblich variieren kann. Das heißt, eine generelle Aussage, vor allem auch eine detaillierte Aussage zur Wirkung von Utopien
auf die Realität, also die Wirksamkeit der utopischen Darstellung auf eine Veränderung unserer alltäglichen Gegenwart, ist prinzipiell als problematisch einzustufen. Hieße letztlich auch, dass offen ist, welche kritischen Potenziale, die in jeder Utopie schlummern, auf welche Weise am Ende zum Tragen kommen. In diesem Sinne möchte ich auch schließen, denn ich weiß ja nicht, also es kann sein, dass die Potenziale meines Vortrags recht begrenzt sind. Eventuell regt es ja das eine oder andere zum Weiterdenken, zur Diskussion an. Auf jeden Fall möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und für den weiteren Verlauf dieser Ringvorlesung, für diese Vortragsreihe, auch den Veranstaltern sehr viel Erfolg wünschen und allen hier regelmäßig Teilnehmenden oder auch weniger regelmäßig Teilnehmenden, inklusive Familienangehörigen, Freunden und Bekannten, eine spannende Vortragsreihe oder eine weitere spannende Vortragsreihe wünschen.